Immer wir gleich das Beste vom Besten. 15 Tonnen Gold verdient. Das hat Ben letztes Mal zu mir gesagt und ich hab's eingesehen. So, Königin der Soßen. Grüße. Was gibt's denn? Radieschensalat. Es geht nicht über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie uns auf kornigem Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Das waren noch Tage, aber ich schweife ab. Jetzt schau gut zu. Du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Ah, ich kann die Geister hören. Die Geister fühlen sich heute in der Trage. Der Tag liegt in deinen Händen. Und wie ist morgen das Wetter? Wunderschöner sonniger Tag. Das habe ich schon geguckt. So. So, da ihr nie mit mir geredet habt. Ich habe hier 4 Kisten hingestellt. Warum? Naja, hier tun wir jetzt unsere. Also schwarz ist Winter, danach kommt Herbst. Ich habe da hinten schon angefangen. Ach so? Da ist schon Frühling. Ach so. Da! Guck aus. Außerhalb vom Weg. Sehr gut. Ja, das ist gut, aber nicht für die Ernte. Lieber Herr Ben, letzte Nacht hat sie, 16 Gold für den Service in Rechnung gestellt. Was willst du? Du willst Saatgut und Ernte. Ja, okay, dann machen wir Saatgut und Ernte getrennt, ist auch recht. So, ich habe jetzt nichts mehr zum Pflanzen. Es ist noch was zum Pflanzen, oben rechts, wo Felix gerade dran ist, drin. Da habe ich nämlich keinen Platz mehr gehabt, das war anders zu tun. Wie, du hast gestern nicht alles angepflanzt? Nein, ich habe Blumenkohl nicht mehr geschafft, ich hatte keine Energie mehr. 23:50 Uhr fange ich nicht an. Blau baut den Blumenkohl nicht an. Der wird nicht mehr fertig. Der hat 10 Tage, ne? Genau, dann können wir schon direkt rechts oben hin den. Ja, dann könnt ihr den direkt speichern, bevor der komplett versaut ist. Oder wir teilen das Zeug, was wir hier geerntet haben, in. Es gibt ja Gemüse, dann gibt es Kuchen, oder? Nein, das machen wir nicht. Das ist und viel Frucht. Umständlich. Aber was wir mit dem Blumenkohl machen können, wir können da einen Schnellwachsdünger benutzen. Ja, dann musst du den irgendwo drunter schmeißen, aber den wollte ich eigentlich im Sommer benutzen. Sind im Sommer, ist ja egal. Ich wollte den Sommer nehmen. So, hellgrün, orange, rot und schwarz. Diese blöden Farben, macht einfach ein Schild dran. Ja, vielleicht sollten wir es doch irgendwo lagern und dann Schilder machen. Ich bin übrigens fast wieder pennbereit. Was hier ist eigentlich? Ja, ich auch. Felix muss ihn alleine weiter gießen, während wir hier fertig sind. Was willst du für ein Haus bauen? Hä? Naja, weil Benny gesagt hat, irgendwo lagern. So, jetzt beschaffen wir das Zeug weg, das brauchen wir nämlich alles nicht mehr. Okay, ich habe schon wieder keine Energie mehr. Das. Ja, wo wollten wir das lagern? Oh, ich habe 4 goldene Kartoffeln. Aber wir brauchen ja 200 Pastinaken. Ja, sie isst halt gerne Pastinaken. Also wir haben jetzt 6 goldene Kartoffeln, ja. Oh, gut. Dann kannst du schon locker 5 Stück davon verkaufen, die brauchen wir, ne? Das hieß doch, wir sollen die aufheben für Questsachen. Immer 6 Stück aufheben, hast du gesagt, ja. Als Chefin, ja? 6 Stück von den normalen und eine für besondere Quests. Das hast du nicht gesagt, du hast gesagt, 6 Stück von allem aufheben. Nein. Hier sind doch. Jetzt eigentlich die Kassen, die oben im Gemeindehaus sind. Was sind denn das jetzt für welche? Machen wir die eigentlich nebenbei, oder? Gemeindehaus habe ich nicht drum gekümmert, nebenbei so ein bisschen, ja. Naja, und was sind denn da gerade die aktiven Quests? Fische zum Beispiel. Die Frühlingsanbausachen, die einfachen und die Sammelsachen haben wir schon. Sag mal, kann es eigentlich sein, dass wir das vielleicht alle abgeben müssen in dem Haus? Müsste mal gucken gehen. Jedenfalls, mir fehlen noch Fische, die ich jetzt noch machen könnte. Und Monstersachen. Das ist das Ähnliche, was man als Gemeinschaft machen kann. Ja. Nee, das hast du schon gemacht. Wir haben Speiseraum, Aquarium, Heizraum, Handwerksraum. Ja. Exoten soll ich sammeln. Oh, Exoten habe ich schon was gefunden. Den Dings, den Kiefernteer haben wir schon. Ach so? Ja, den habe ich gerade geerntet. Gut zu wissen. Hier war was Konstruktion. Erstmal von 9 bis 12 nochmal schön pennen. Sammeln. Um 7 aufstehen, dann von 7 bis 12 gießen und von 9 bis 12 wieder pennen. Wir können auch Samen kaufen. Was ist denn hier eigentlich mit dem verdorrten Zeug, was so braun ist? Welches verdorrte Zeug? Das ist nicht verdorrt, das ist angebaut. So. Nur weil es braun ist, ist dann nicht gleich kaputt. Oh, Benny kommt erstmal vom Mittagsschlaf und macht direkt weiter. Ja, Arbeit. Wollen wir jetzt noch was anbauen oder langt euch das nur gehen? Du kannst mal gerne was anbauen, da ist noch Erde mit Dünger. Also ich bin der Meinung, wir haben, also ja, mach einfach. Aber sag mal, keine Ahnung, 15 Stück oder so, mehr braucht man nicht. Ja, was willst du mit dem restlichen Geld machen?
sparen und dann meine Angel kaufen und dann irgendwann auch die Sachen upgraden, unsere Werkzeuge und so. Ja, das ist also totaler Bullshit. Wir können auch sehr viel machen, also, ne? Ich kaufe jetzt Saatgut. Der Tag ist eh fast rum. Ja, aber kauf das teure Saatgut jetzt und nicht wieder Pastinaken, bitte. Wir haben nur noch 9 Tage. Also viel teurer. Ja, dann kauf das teuerste Saatgut, was noch fertig wird. Ich muss jetzt was kaufen, was in 9 Tagen aufgeht. Alles außer Blumenkohl und Bohnen geht in 9 Tagen auf. Ja, ich laufe hier gerade noch mit einer Kartoffel rum. Yeah. Ja, irgendwas, was vielleicht auch... Also, nee, es hat sogar nur 28 Tage. Ja, guck dann mal. Hast du nur 7. Ja, zählt der heutige Tag jetzt mit? Da sind die am 28. fertig? Ich denke, bei den Sachen, wenn du 7 machst, müsstest du es am 28. fertig sein. Denke ich. Steht aber, ja, ist in 7 Tagen fertig. Könnte ja auch sein, dass ich 8 machen. Oh, jetzt habe ich hier wieder die Zwischensequenz zum stinkenden Ausgang. Ach ja. Aber die haben wir schon, die kennen wir schon, die besprechen. So, gehen wir nochmal gucken, ob wir hier unten mal sammeln können. Wir haben jetzt Zierlauch in 7 Tagen. Ist das ein Deal? Zierlauch 7 Tage? Ja, ne? Würde es versuchen. Ja, mach. Bevor du dich noch länger fragst, was du für Zeug kaufst. Wenn du in meiner Hütte irgendeinen Klopfen hörst, bin das vermutlich nur ich, während ich an meinen Skulpturen arbeite. Zierlauch. Kommt die Katze miauen zu mir, gäbe ich ein Leckerli. Ich habe ein kleines bisschen Zierlauch gekauft. Dann haut sie wieder ab. Wie viel Dünger haben wir denn noch? Ich habe keinen. Ja, nur den Schnellwachsdünger meines Wissens. Donnerei. Hast du dir das abgeschnitten? Du findest einen kaum. Der war schlecht. Aber du hast gelacht. Ich habe, keine Ahnung, armutsgeschmunzelt. Aber du hast gelacht. Der war so schlecht, der hat dich überrascht, gib's zu. Das stimmt. Halt, da ist was zum... da kommt man gut ran. Ja. Was zum Angeln, ein Angelspot zum gut Angeln. Dann hol ihn dir. Ich hol ihn mir. Ich glaube, ich habe letztens die Abigail, hatte ich letztens mit Amethysten zugespammt. Perfekt. Geil, Gottes Lachs. Ich habe wieder keine Energie mehr. Was mache ich denn jetzt? Schlafen. Ja, aber ich muss noch so super viel anpflanzen. Heute noch. Du wolltest noch nicht holen. Mittagsschlaf. Ach Gott, wie geil. Stimmt, ich hätte den großen Rucksack. Vorm Abendschlaf. Ich will wieder nicht mehr alles mitnehmen. Gottes Lachs, neuer Rekord. 25 cm. Oh, jetzt ist der Punkt weg. Schade. Pflanze ich jetzt mal schon mal was noch. Oh, man kann Schnecken und Muscheln und so können wir jetzt ins Gemeindehaus auch schon bringen. Wer war denn so schön fleißig, dass er alles gewässert hat, auch die Sachen, die frei sind? Ich. Weil ich ja wusste, dass du noch was kaufst. Ach schön, das ist aber lieb von dir. Ja, bin ich nicht doch vorbildlicher Mitspieler? Bussi und Bussi. Sehr vorbildlich. Die süßen Robbenbabys aus dem Sofa Zoo. Moment. Welche Robbenbabys? Ich bin kein Robbenbaby, ja, das verbinde ich mir. Da musst du mal RTL gucken. Nee, hey, RTL muss ich nicht gucken. Im Bündel Nutzpflanzen Frühling, haben wir noch einen Blumenkohl oder hast du den schon verkauft? Blumenkohl haben wir mehr als genug. Ich habe doch Blumenkohl vorhin abgegeben bei Nutzpflanzen Frühling bei mir. Nein. Ja, weil wir kriegen die Quests ja unterschiedlich wahrscheinlich. Aber kriegen wir die wirklich unterschiedlich? Ich habe das nicht bei mir abgegeben, die Nutzpflanzen Frühling. Im Gemeindehaus, darum geht es nicht um die Quest, ne? Im Gemeindehaus. Achso, im Gemeindehaus. Nee, ich hab's nicht abgegeben. Also es gibt ja manchmal Dinge, die doppelt vergeben sind. So ist es auch so. Also ich habe Frühlingspflanzen mit dir schon erledigt. Komisch. Hm. Ja, ich habe es ja nie erledigt, also muss es ja. Die Fische sind zum Beispiel auch drin. Die Fische sind beispielsweise bei mir auch drin. Ja, das ist ja klar. Ja, weil ihr gerade sagt, dass und das es jeder für sich machen muss. Also ich gucke jetzt nochmal rein. Ich bin der Meinung, meine Nutzpflanzen habe ich schon erledigt. Ich komme mit. Also, hast du Blumenkohl mit? Nee, habe ich nicht, weil ich habe es ja schon abgegeben bei mir. Im Gewächshaus. Ich habe das Frühling hat es bei mir abgehakt. Ja, das ist oben. Genau, das ist abgehakt. Und dann habe ich hier Bündel Nutzpflanzenqualität und Sommer und Handwerker, Herbst, Tier.
Also bei mir war es nicht abgegeben, das ist nicht vollständig. Also in der Speisekammer habe ich Frühling abgegeben. Beim Sammeln habe ich Frühling abgegeben. Also du hast jetzt Frühling noch, Felix, was du abgeben musst. Ja, warum Handwerkskraum. Muss ich abgeben, wenn es ja doch gemeinschaftlich ist? Die Fische werden ja auch abgegeben. Ja, aber wenn Felix... Wenn du es noch abgeben kannst, dann gib's ab. Ja. Genau. Danke. Das ergibt doch aber keinen Sinn. Doch, wenn du es abgeben kannst, gib's ab. Verdammte Kacke, was ist nachher so schwer zu verstehen? Nee, da hättet ihr es ja auch theoretisch machen können. Darauf wollte ich hinaus. Wir haben es schon. Nein, bei uns. Ist es fertig? Bei uns ist es schon abgegeben. In der Speisekammer? Du kannst es doch auch einfach im Menü einsehen. Du brauchst da nicht extra hinlatschen. Muss man? Komplett. Ja, zeigt uns auch an. Aber bei uns ist es halt schon abgegeben gewesen. Geschwindwachs, Dünger. Habe ich auch schon bei uns in die direkte Kiste gelegt. Geil. Sag ja, bei hier habe ich das schon abgegeben. Und hier brauchen wir noch 5 goldene Pastinaken. Ja. Deswegen haben wir ja die 300 Pastinaken angesät. Und ich brauche jetzt hier noch Hilfe. Ich brauche 16 Dünger. Den Dünger kannst du dir sowas von schenken. Wir haben und so viel haben gedüngt. Wir, und jetzt haben wir noch ein extra Buch im Heizungskeller. Achso, das habt ihr ja schon gehabt. Du wirst von den Ernten in den letzten Tagen wirst du nichts sehen, weil du das so boykottiert hast. Ich habe überhaupt nichts boykottiert, ich habe übel viel gewässert. Und übelst viel rumgestänkert gegen meinen Dünger und sonst was. Ich kacke halt nicht so gerne aufs Feld. Die zwei, die gleich. Kupfer, Silber, Eisenbahn können wir schon abgeben und Goldbahn können wir auch bald abgeben. Wir haben Eisen und Goldbahn übrig. Ich schaff's schon wieder nicht alles anzubauen, dann müssen wir es bis nächsten Frühling aufheben. Wir haben schon Eisenerz, ja. Ich bin schon hier dabei, noch weiter rumzuhacken, ja? Weil unten halt. Feuerquarz und Quarz brauchen wir noch hier drüben. Ich habe halt wirklich die blöde Fledermaus mit der Hacke getroffen. Macht genau einen Schaden. Sehr gut. Hier gibt's keine Bäume mehr und ich brauch Dünger. Ich lass mich mal hier einpennen. Dann müsst ihr halt bis 2 Uhr warten. Oder könnt ihr bis 2 Uhr arbeiten? Nee, nicht einpennen, das kostet immer Geld. Ja, 16 Credits. Das wird immer mehr, je öfter wir das machen. Das erste Mal bei 1. Wir haben bloß 10. Es kann auch minus gehen. Du kannst auch ins Minusgeld gehen. Ja, mein Gott, echt. Ich bin da relativ sicher, dass du ins Minusgeld gehen kannst, ja. Ist mir nie passiert. Ich würde es nicht drauf anlegen, sage ich mal so. Lalalalala. Ich habe was zu trinken. Ich habe mit der Hacke gehackt und nicht mit der Axt. Ich bin total erschöpft und das ist schon fast null und ich habe keinen Dünger. Was? Wo? Wo denn? Ich habe Geschwindwachs-Dünger. Den brauchen wir aber nicht. Wir brauchen normalen. Na gut, ich gebe jetzt auf. Ben, du hast gewonnen. Oh ne, ich habe noch einen Löwenzahn, den ich essen kann. Ah, fuck. Vielleicht muss ich doch nicht aufgeben. Null? Oh, das wird knapp. Zumindest gepflanzt kriege ich es noch. Wenn auch ohne Dünger. Ohne Träne können wir dann abgeben. Ich kann fast alles in den Heizungskeller dann abgeben. Ich bin gerade nicht in Stimmung, über Abgeben zu reden. Ich bin sehr traurig. Dass wieder nicht alles so funktioniert, wie ich es will. Ich nehme mir tatsächlich zu viel vor, scheint mir. Shirley, bist du eigentlich noch da? Ich mache hier das stressigste Spiel. Falls ja, bist du denn mit deinen ganzen Prüfungen und allem durch und gut vorangekommen dieses Semester? Jetzt mal aufhören, mich auch noch in meiner Negativität zu bestätigen. Auch wenn man das normalerweise Studenten nicht fragt. Vielleicht. Ich werde jetzt nichts mehr. So, geh ins Pennen. Lecker, lecker, lecker. Was isst du denn jetzt? Milka Oreo Schokolade. Ich will es nicht wissen. Hat irgendjemand noch Möglichkeiten zu gießen? Inzwischen habe ich wieder Energie, ja. Ich habe den Dünger aufgegeben. Ich schaffe das schon. Ja, ich schaffe das. Könnt liegen bleiben. Ich bin schon auf dem Weg. Ist zu spät, ich habe es geschafft. Es gibt sicher die restlichen 3 noch, die du nicht gemacht hast. Das ist so Schwachsinn. Ist mir egal, ich wollte was gießen. Na dann gieß. Extra noch mal ich gieß die Katze! Ich bin extra nochmal um kurz nach 1 aufgestanden dafür, ja. Na gut, ich gehe jetzt ins Bett und ich bin frustriert, weil ich nicht alles düngen konnte und überhaupt. Heute ist Tag der Frustration. Oh, guck mal, eine Sequenz, habt ihr die auch? Ja. Die Feen kommen. Eine Fee! Fee!
die macht uns eine super Pastinake. Das sieht so aus, ne? Mhm. Das kommt nur davon, weil wir so viele Pastinaken angepflanzt haben. Hätten wir weniger angepflanzt, wäre sie nicht gekommen. Das ist die Pastinaken. Nicht auf den Keks, Pastinaken, ja. Das ist die Pastinakenfee, ja, die heißt so. Und du kannst jetzt ein paar nehmen und direkt verkaufen, dann kannst du dir auch deine Angel holen. Dann bist du auch glücklich. Wenn es Goldpastinaken sind, darf ich die ja nicht verkaufen. Was? Ja, meine Pastinaken darfst du nicht verkaufen. Bei Goldpastinaken darf ich nicht verkaufen, habe ich gesagt. Meine Pastinaken darfst du nicht verkaufen. Mag mal irgendjemand weiterdrücken, weil irgendwie hängt es gerade. Ja, Felix. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht, tut mir leid.